Der Geldbaum, der wächst ja einfach nicht. Da kann ich ja machen, was ich will. Das Blöde ist, der ist halt ja schon von der Qualität sogar hübsch. Der ist ja Karotte und Geld. Sul, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sims 4. Wir sind wieder zurück auf unserem Gestüt, wo es momentan eher so mittelprächtig läuft. Ihr habt es ja in der letzten Folge gesehen, es ist ja doch alles sehr, sehr buggy. Und deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, mal zu cheaten. Ich möchte mir nicht das Geld ercheaten, wir müssen hier im Übrigen ganz, ganz dringend mal gucken. Kannst du mal bitte die Stellplätze säubern? Chris, das wäre mega gut. Der Geldbaum, der wächst ja einfach nicht. Da kann ich ja machen, was ich will. Das Blöde ist, der ist halt ja schon von der Qualität sogar hübsch. Der ist ja... Ich wollte gerade sagen, der wächst ja einfach nicht. Und der wächst ja. Das ist ja mal schön. Dann geht zumindest das. Vielleicht ist jetzt auch der Bug mal behoben worden. Weil ihr habt es ja gesehen. Ich konnte ja jetzt Ewigkeiten den Baum einfach nicht... Also, da ging ja nichts mehr. Da ging ja null und nichts. Aber jetzt ist hier komischerweise auch bei allen anderen Sachen sind hier auf einmal Früchte dran. Das ist natürlich auch gut. Die Weintrauben würde ich gerne mal ernten. Die Weintrauben, die möchte ich nicht verkaufen. Die möchte ich für Nektar behalten. Und die Möhrchen, die können wir eigentlich wieder verkaufen. Genau, Karotten verkaufen. Oh, der Baum ist ready, Leute. Der Baum ist ready. Das sind 16.177. Das ist doch sehr nice. Da muss ich gleich mal schauen. Ja, er ist jetzt hier gerade am Tun und am Machen und am Arbeiten. Jetzt macht er... Nee, die Box kann er gerade nicht. Dann möchte ich, dass er nämlich mal den Baum verkauft. Nicht den Baum. Mir fühlt sich zu unwohl, um das zu tun. Ja, dann müssen wir gerade mal gucken. So, wir legen jetzt den Haufen einfach erstmal in die Küche. Dann geh mal raus, dann geht's dir bestimmt schon wieder besser. Cecilia, kannst du bitte mal gerade den Stellplan... Nee, warte mal, wir ziehen sie erstmal um. In den Klamotten möchte ich nicht, dass ihr den Stellplatz säubert. Outfit ändern. Das hier sind ja so eher ihre Reitklamotten. Stellplatz bitte einmal säubern. Er fühlt sich aber immer noch unwohl, weil es hier so unsauber ist. Ja, dann müssen wir mal gerade noch ein bisschen gucken. Wo haben wir denn? Da ist noch. Das könnte eventuell vielleicht noch dazu zählen. Jetzt geht es ihm schon deutlich besser, weil jetzt kann er das Ding nämlich verkaufen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass er wieder wächst, gescheit. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das in sein Herrlich-Reich-Bestreben reinzählt. Müsste doch eigentlich. Ja, es hat reingezählt. Wunderbar. Guck, da hinten verkauft er sogar noch weiter. Das ist ja wunderschön. Weil das Problem ist ja irgendwie, dass Cecilia auch nie Zinsen bekommt. Ich weiß nicht warum, sie bekommt ja einfach keine Zinsen. Das ist auch super ärgerlich. So, bitte einmal das Katzenklo säubern. Das ist halt auch noch so ein Punkt. Also Leute, ich bin auch echt froh, wenn wir hier den Umzug machen. Wir haben zwar theoretisch jede Menge Platz in den Boxen. Müssen wir auch mal schauen, wie wir das machen. Also auf dem neuen Gestüt, selbst wenn wir da mehr Pferde auch wieder haben, nicht ohne Stallhilfe. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, Leute. So, jetzt hier bitte auch erstmal Boden putzen und mal Ordnung machen. Also, wie das hier momentan ist, das ist ja grausam. So, der hier ist jetzt soweit ready. Wir könnten ihn erforschen. Wir könnten, wenn wir mit der Pflanze sprechen, könnten einen Ableger nehmen. Aber jetzt fühlt er sich wieder unwohl. Warum fühlt er sich denn hier draußen sofort unwohl? Es ist halt so, dass hier auch mal Wasser rumliegt. Da, ja, da hat der Blitz eingeschlagen. Dann putzt halt die Wiese. Ich sehe hier nicht das Problem, was der hier hat. Der Stellplatz ist immer noch dreckig. Füll mal hier die Heuraufen bitte auf. Das ist... Ich weiß nicht, irgendwie... Die fühlen sich alle unwohl. Ja, warum denn? Was liegt denn hier rum? Aufwischen, aufwischen... Kann doch nicht sein, dass sie hier draußen das Wasser aufwischen müssen. Wegwerfen. Das hier vielleicht auch mal noch eben wegwerfen. Jetzt habe ich das, glaube ich, ins Haus gelegt. Hier. Was ist das? Im Inventar platzieren und das hier bitte auch mal wegwerfen. Also ich verstehe hier gerade, so, das Problem verstehe ich jetzt hier irgendwie nicht so ganz, was die haben.
So, und er, oh, wir müssen Rechnungen bezahlen. 5063, das hält sich aber noch in Grenzen für so ein großes Haus. Das ist okay. So, Leute, wer von den Pferden ist denn jetzt hier gerade wie weit? Machen jetzt einfach mal, oh, ist jetzt richtig mies. Gypsy einfach mal glücklich gecheatet. Aber ich möchte jetzt gerne an einem Wettbewerb mit Gypsy teilnehmen. Und zwar möchte ich mit Gypsy, den beiden geht's nicht so gut, ihr geht's wunderbar. Hier, Champion. Weil das bringt halt auch wirklich viel Geld. Wir geben zwar einmal 1000 Simoleons aus, aber bei dem Turnier, wenn wir Champion gewinnen, das ist schon echt stark. Das ist wirklich stark, Leute. Und wir brauchen ja noch 40.000 Simoleons, um uns das neue Haus leisten zu können. Danach sind wir halt wirklich blank. Silbermedaille, okay, 2.500. Gab immerhin 1.500 mehr, als wir bezahlt haben. Dann sind wir wirklich blank, aber das macht nichts. Das finde ich nicht tragisch. Das finde ich jetzt nicht tragisch. Das hier, ist das eigentlich ein guter? Ist das guter Dünger? Warum kriege ich nie guten Dünger von meinen? Ich mache jetzt hier, ganz ehrlich, ich mache jetzt meine Tiere, mache ich jetzt hier immer mal glücklich. Weil das ist so schwierig momentan, mich hier um alle zu kümmern. Ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist. Ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist. Ich hoffe, ihr nehmt's mir nicht übel. Aber es ist halt momentan echt einfach nur stressig. Deswegen möchte ich jetzt zumindest mal die Pferde glücklich machen und ja. Geht das mit den Hühnchen? Geht es mit den. Liegen sie es auch? Ja, geht auch. Nee, geht nicht. Wir können ihn nicht glücklich machen, weil die halt nicht so ein Familiensim sind, ne? Das geht nicht. Und warum fühlt sich jetzt. Wo ist er? Ja, gut. Hier fühlt er sich jetzt unwohl, weil das Klo kaputt ist. Dann reppe. Ach du Scheiße. Das bitte auch einmal säubern. Wie sieht das denn hier auch aus? Ganz ehrlich, Leute, kümmert euch ja auch mal so ein bisschen hier drum. Ne, draußen musst du jetzt bitte nicht sauber machen. Kümmere dich jetzt bitte erstmal darum, dass hier wieder alles heile wird. Das kannst du auch mal selber machen hier. Selbst ist der Mann. So, ich möchte ja auch, dass sich hier mal was tut, ne? So in Richtung. Ich hatte es ja jetzt schon in dem Hobbyküchen-Let's Play nochmal erzählt. Ich möchte ja hier, dass die mal eine Familie gründen. Aber das geht, also momentan ist das halt einfach alles nur mega stressig hier. Mega stressig. So, warte mal. Welches andere Pferd? Die Pferde sind ja jetzt eigentlich soweit glücklich. An Wettbewerb teilnehmen. Ich würde ganz gerne. Mit Sunset an dem hier Profi. Ja, da reicht eigentlich die Beweglichkeit noch nicht für. Aber wir testen es trotzdem einfach mal aus. Wir haben 500 ausgegeben. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir dann gleich besser dastehen. Warum, wenn ich die Bedürfnisse gecheatet habe und die sind glücklich, warum sind die dann immer noch traurig? Verstehe ich nicht. Cecilia ist am Pennen hier am helllichten Tag. Stehe ich jetzt auch schon wieder nicht. Also ganz. Oh. Ihr seid so anstrengend, Leute. Ihr seid so anstrengend. So, jetzt rede mal mit ihr und munter sie gleich mal auf. Und wir gucken jetzt mal, was passiert, wenn Chris vom Wettkampf wiederkommt. Oh, hier haben schon wieder so einen Hitzewellentag. Er ist aber auch so hundemüde. Warum ist er denn auch wieder so hundemüde mitten am Tag? Das verstehe ich nicht. I don't get it. I don't get it. Müssen wir mal schauen, woran das liegt. Wie lange ist er noch weg? Ein bisschen noch. Danach will er direkt schlafen. Silbermedaille, immerhin, 1250. Der erste Platz ist es zwar nicht geworden, aber du hast bewiesen, dass du es mit den Besten durchaus aufnehmen kannst. Die Menge jubelt, während du und dein Pferd stolz den Preis entgegennehmen. Ja, guck, ist doch auch schon mal was wert.
Und Leute, ich, nein, nicht Leben nehmen. Ich möchte jetzt gerade erstmal, ich, also das ist mir gerade hier, ich brauche jetzt gerade mal so ein bisschen, mein Sims muss es jetzt bitte mal dauerhaft gut gehen, weil ansonsten ist das hier gerade alles ein bisschen too much. Aufmuntern bitte mal. Domino geht's halt auch nicht gut. Um Domino kann Cecilia sich mal kümmern. Ich muss auch mal gucken, in welche Richtung ich die anderen trainiere, aber ich weiß auch ehrlich gesagt noch nicht so ganz genau, wer bei mir alles bleiben wird und wer vielleicht dann mal geht. Ich hätte auch gerne mal noch ein Füchschen, ich hätte gerne einen Apfelschimmel. Oh Leute, wir müssen echt mal schauen. Tja, und Winter ist da natürlich auch. Du sammelst jetzt nicht alles ein. Den kannst du einsammeln, ja, aber nicht wegschmeißen. Schmeißt den ja eh wieder nicht in den Müll. Ach doch, er schmeißt ihn dann doch weg. Sie müsste beruhigt werden. Wie geht's jetzt unseren Pflanzen hier? Ich wollte einen Ableger nehmen. Ich wollte einen Ableger vom Geldbaum nehmen. Wenn wir einen Ableger vom Geldbaum nehmen, haben wir dann noch einen Geldbaum? Ja, oder? Gesprießter Gartensprössling. Ein gespleister. Ein Ableger einer Geldpflanze, der zur Veredelung verwendet wird. Was ist denn, wenn wir... Wollen wir die Möhre hier mal mit einem... Die Möhre hier vorne, die wird jetzt mit dem Geldbaum veredelt. Vielleicht werden es dann goldene Möhren oder so. Verbindung des Lebens, eine Errungenschaft. Karottenpflanze immer noch normal. Oder aber es bringt gar nichts. Das kann natürlich auch sein. Aber es ist eine gekreuzte Pflanze. Karotte und Geld. Bin ich echt mal gespannt, was dabei passiert. Wenn wir mit der Pflanze jetzt eigentlich sprechen. Guck, Qualität, hübsch. Steigt dann die Qualität, wenn sich der Geldbaum verstanden fühlt? Weiß ich nicht. Wir können ihn aber auch nicht düngen. Diese Pflanze wurde kürzlich gedüngt. Wie lange müssen wir abwarten, wenn wir eine Pflanze nochmal düngen wollen? Das weiß ich nicht. Und wir brauchen dringend ein selbstreinigendes Katzenklo. Das passt hier nur nicht so gut rein. Also wir brauchen immer noch 200.000. Also er braucht noch knapp 75.000. Wir brauchen insgesamt, wir haben jetzt gerade 134.000 auf der hohen Kante. Wie teuer war nochmal das Gestüt, wo wir hinziehen wollen? Leute, das gucken wir uns jetzt gerade mal eben gemeinsam an. Das gehört ja schon auch irgendwie zur Folge dazu. Weil im Endeffekt, was mache ich in einem Let's Play? Ich mache das, was ihr auch machen würdet, wenn ihr spielen würdet. Und dann geht ihr halt auch mal nochmal in die Welt und guckt, okay, wie teuer ist es nochmal? Wie viel brauchen wir dann nochmal? So, das machen wir jetzt. Chestnut Ridge. Der ist einfach einer eingezogen. Nee, das geht gar nicht. Das geht ja gar nicht. Morita. Wer ist denn das? Nee, das geht nicht. Haushalt ausquartieren. Sag mir jetzt aber nicht, dass jetzt alle Möbel raus sind. Dann kriege ich einen Schreikrampf. Aber bei Haushalt ausquartieren eigentlich nicht. Das wäre jetzt nur bei Haushalt ausziehen und da kann ich dann wählen, ob mit oder ohne Möbel, oder? Glaube ich zumindest. Aber so ein bisschen Angst habe ich gerade. So ein bisschen Angst habe ich gerade. Nee, wunderbar. Ist noch alles drin. Sehr schön. Ist noch alles drin. Und 168.000. Das heißt, wir bräuchten noch
sagen wir mal, damit sie danach noch ein bisschen was haben, um sich was zu essen kaufen zu können, 35.000 Simoleons brauchen die noch und dann können sie sich das Haus leisten. Das ist ja eigentlich in halbwegs greifbarer Nähe. Ich meine, mit den Turnieren verdienen wir ganz gut Geld, wenn es mit der Platzierung stimmt. Wir könnten theoretisch auch mal ein bisschen was von dem schon ganz gut gereiften Nektar verkaufen. Wir haben den Geldbaum, der, wenn er ready ist, einfach 16.000 Simoleons abwirft. Es ist absehbar, Leute. Es ist absehbar. Und wenn wir das große Gestüt haben, dann geht's auch richtig los. Dann geht's auch richtig los. Das kriegen wir doch alles hin, würde ich sagen. Och, guck mal hier, wie schön das aussieht. Ja, Leute, aber an den Anblick, da habe ich mich eigentlich schon dran gewöhnt. Aber es wird trotzdem, ich freue mich trotzdem auf den anderen, auf das andere Grundstück. Gut, ihr Lieben, das war's jetzt aber auch für heute. Ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht, oder? Bis dahin und macht's gut. Tschüss!